7 Techniken, um in Sekundenschnelle einzuschlafen. Abmarsch ins Land der Träume. Schlaf ist die beste Medizin, unser ultimativer Energiespender und außerdem Allheilmittel für viele psychische und emotionale Kleinbaustellen. Unser Körper, unsere Seele und unser Gefühlsleben regenerieren sich im Schlaf. Längere Phasen des Entzugs oder der gestörten Nachtruhe wirken sich erwiesenermaßen gesundheitsschädlich aus. Wie jedes längerfristige Projekt, im Fall des Schlafes sprechen wir idealerweise von 6 bis 8 Stunden pro Nacht, steht und fällt alles mit dem Start. Wer schon Probleme beim Einschlafen hat, ist definitiv im Nachteil. Wir stellen dir daher in unserem heutigen Podcast 7 Techniken vor, die dir dabei helfen können, in Sekunden schneller einzuschlafen. Nummer 1. Schreib dich müde. Lesen geht natürlich auch, am besten aber befördern wir unser Bewusstsein von hellwach nach todmüde, indem wir uns unsere Gedanken von der Seele und aus dem Sinn schreiben. Leg dir zu diesem Zweck ein Notizbuch samt Stift neben das Bett. Wenn du nach spätestens 15 Minuten nicht eingeschlafen bist, schnapp dir das Buch und beginne zu schreiben. Ob ganze Sätze, lose Begriffsketten oder Stichwörter, bleibt dir überlassen. Lastende Gedanken werden wir so los und diese sind es meistens, die uns am Einschlafen hindern. Nummer 2. Zähle deine Atemzüge. Das Zählen der eigenen Atemzüge beruhigt das Nervensystem. Dieses Prinzip kennst du vielleicht aus dem Yoga, aber auch viele Meditationstechniken machen sich diese Wechselwirkung zunutze. Der Trick besteht darin, unsere Gedanken einzufangen, bevor sie mit uns davongaloppieren. Das Zählen der Atemzüge erfordert unsere ganze Konzentration, ohne uns zu sehr anzustrengen. Atme durch die Nase, zähle bis 4 und atme durch den Mund wieder aus, ebenfalls bis 4 zählend. Wiederhole diesen Vorgang, bis du spürst, dass langsam Ruhe in dir einkehrt. Nummer 3. Begib dich im Geiste an einen schönen Ort. Eine Studie der University of Oxford belegt, dass Menschen, die vor dem Einschlafen visualisieren, schneller zur Ruhe kommen als andere. Stell dir deine Traumdestination, das Paradies oder eine andere friedliche Umgebung vor. Hör in dich hinein, wenn du diese Bilder heraufbeschwörst und achte vor allem auf die Gefühle, die sie in dir auslösen. Besonders gut funktioniert diese Übung mit Gewässern. Ein Fluss, ein Wasserfall oder das Rauschen des Meeres sind echte Gamechanger, was die perfekte Einschlafidylle betrifft. Auch Gerüche wie die Luft nach einem Sommerregen, frisch gemähtes Gras oder die Meeresbrise sind Geheimtipps in Sachen Einschlafbeschleunigung. Nummer 4. Die Ich-darf-nicht-einschlafen-Taktik. Wir Menschen neigen bekanntlich dazu, Dinge besonders attraktiv und verführerisch zu finden, die verboten oder tabu sind. Diesen Trotzmechanismus kannst du dir beim Einschlafen zunutze machen. Die Technik wird auch als Methode der paradoxen Intention bezeichnet. Wenn du dir vor dem Einschlafen rigoros versuchst einzureden, dass du unbedingt wach bleiben musst, ist das ein äußerst effizienter Weg, um schneller in Morpheus' Armen zu landen. Nummer 5. Die Muskeltiefenentspannung. Diese Technik funktioniert ähnlich wie eine Bodyscan-Meditation. Du beginnst am besten mit deinen Augenbrauen. Ziehe diese 5 Sekunden lang so weit wie möglich nach oben. Dadurch spannst du deine Stirnmuskeln an. Lass anschließend locker und fühle, wie die Spannung nachlässt. Nach 10 Sekunden Pause geht es weiter mit deinem Mund. Gönn dir ein extra breites Lächeln, um eine Spannung in deinen Wangen zu erzeugen. Wieder 5 Sekunden halten und dann entspannen. Nach einer weiteren Pause von 10 Sekunden widmest du dich deinen Augen. Schließe sie ganz fest und halte diese Spannung für 5 Sekunden. Wieder folgt eine Pause von 10 Sekunden. Führe diese Übungen fort bis hinunter zu deinen Zehen. Jeder Muskel kommt dafür in Frage und hilft dir so aktiv dabei, endlich die verdiente Nachtruhe zu finden. Nummer 6. Die Atemzähltechnik.
Schließe deinen Mund und atme sanft durch die Nase ein. Zähle im Kopf bis 4. Halte anschließend 7 Sekunden lang die Luft an. Atme sehr langsam durch den Mund aus. Du solltest dabei bis 8 zählen können. Wiederhole diese Übung 4-mal. Nummer 7. Die Pilotenmethode. Die US Navy School hat eine Methode entwickelt, die Piloten nach besonders stressigen Einsätzen helfen soll, innerhalb von 2 Minuten oder weniger einzuschlafen. Man muss ungefähr 6 Wochen lang üben, aber es funktioniert in über 90% der Fälle. Entspanne dafür das ganze Gesicht, einschließlich deiner Kiefermuskulatur. Lass deine Schultern sinken, um Spannungen zu lösen, und leg die Arme seitlich des Körpers ab. Jedes Mal, wenn du ausatmest, entspanne bewusst ein Körperteil. Stell dir dabei eine erholsame, schöne und friedvolle Szene vor. Und nun kommt der wichtigste Teil. Sag dir im Geiste immer wieder "nicht denken" vor. Diesen Befehl erteilst du dir in einer Dauerschleife, so lange bis du merkst, dass du ins Land der Träume abzudriften beginnst. Unser heutiges Fazit: Schlaf gut, alles gut. Regelmäßiger Schlaf in ausreichender Menge und von guter Qualität ist das A und O unserer Gesundheit. Hier noch ein paar Quick-Tipps, die dir das Einschlafen erleichtern und das Durchschlafen ermöglichen sollen. Eine heiße Dusche vor dem Schlafengehen wirkt wahre Wunder. Lüfte den Raum gut durch und stell die Heizung ein paar Grad kühler als im Rest der Wohnung. Praktiziere leichtes Yoga. Smartphone, Tablet, Digitalwecker und andere technische Geräte, die Elektrosmog erzeugen, haben in deinem Schlafzimmer nichts verloren. Eine Stunde vor dem Zubettgehen muss alles weichen, was ein Display mit Blaulicht hat. Mach dir die Kraft der Aromatherapie zunutze. Besonders Kamille, Lavendel oder Salbei fördern einen gesunden Schlaf. Kein Essen mehr nach 18 Uhr. Sieh zu, dass dein Schlafzimmer komplett verdunkelt werden kann. Spezielle Einschlafmusik oder Soundsoother können ebenfalls helfen. Zu wenig oder schlechter Schlaf macht uns krank, weil unser Immunsystem geschwächt wird. Unser Gehirn arbeitet langsamer und ohne die nächtliche Regenerationsphase, und es fällt uns deutlich schwerer, uns zu konzentrieren. Menschen, die weniger als 5 Stunden Schlaf pro Nacht genießen dürfen, neigen erwiesenermaßen verstärkt zu Gewichtszunahme. Auch unsere Haut sieht fahl und schlecht durchblutet aus. Dies lässt Fältchen, Krähenfüße und Augenschatten deutlicher hervortreten und leistet dem Ausbilden von Altersflecken Vorschub. Unser Körper altert schneller, wenn er dauernd müde ist. Für ihn ist Schlafmangel Stress pur. Doch damit nicht genug. Auch das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs erhöht sich. Und sogar unsere Lust auf Sex bleibt auf der Strecke. Sobald wir nämlich eine Woche lang weniger als 5 Stunden schlafen, sinkt der Spiegel unserer Sexualhormone. Wenn dir unser heutiger Podcast gefallen hat, dann gib uns gern einen Daumen nach oben. Und um keine neuen Beiträge zu verpassen, abonniere unseren Kanal Spirituelle Welt. Das war's für heute. Vielen Dank und bis bald.